Allein das traditionelle Familienbild aus Vater, Mutter und Kindern sichert unserem Volk das Überleben und sorgt für seine Zukunft. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist somit die einzig natürliche und lebensbejahende Bindung zweier Menschen und muss deshalb als Leitbild ideell vertreten werden. Die Aufwertung sexueller Randgruppen wie Homosexuellen darf somit nicht weiter mit Steuergeldern und medialer Aufmerksamkeit gefördert werden. Die sogenannte Ehe für alle ist rückgängig zu machen. Und die Gender-Ehe, die besagt, dass es keine natürlichen Geschlechter gibt, ist aus allen Bildungsplänen und Lehrstühlen zu streichen. Da sage ich nur, ich unterrichte an Schulen und ich werde mich dagegen sträuben, so etwas zu unterstützen, und bin dafür, dass sich alle Kinder, die durch meine Hände gehen und in meinem Lehrplan drin stehen, werden diese Scheiße nicht durchmachen müssen.